Willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect. Ja, wir sind hier immer noch auf diesem Planeten und wollen Tali befreien. Die ist in Gefahr. Was heißt befreien? Sie beschützen. Ich weiß gar nicht genau, wo wir lang müssen. Ich glaube, hier lang. Geht's hier auch noch irgendwo hin? Nee, es sieht nicht danach aus. Okay. Und ich höre Geth. Feinde! Wo? Ah, da. Wow. War da nicht gerade einer, der sich unsichtbar gemacht hat? Das ist ja krass, diese Waffe. Das muss die neue sein. Oh. Ja, wann... Da war doch gar keine Sonne. Naja, egal. Komm da nicht hin. Da hinten sind noch welche, ich sehe sie. Obwohl, die ist sehr, sehr stark, aber sehr ungenau, würde ich sagen, ist diese neue Waffe. Kommt da immer neue raus? Oder müssen wir hier lang? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal kurz hier rein. Schon wieder der nächste, wo... Oh, da ist... Wow, 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 wow. Okay. Da haben wir eine Sprengladung. Eine von zwei Sprengladungen gefunden. Ah ja, wir brauchen ja Sprengladung, genau. Und da haben wir ja Talis Tagebuch. Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren. Aber unsere Ausrüstung lässt uns ständig im Stich. Shepard hat mal auf Terum zum Entfernen von Geröll einen Minenlaser benutzt. Vielleicht kriege ich sowas ähnliches mit Sprengladungen hin. Okay. Das kommt mit. Jetzt ist die Frage. Geht's hier oben weiter? Nee. Okay, das heißt, wir hätten mal eh nicht weiter gekonnt. Und hätten eh außenrum gemusst. Aber. Wow. Wow. Shit. Wow. Ich dachte gerade, ich wäre schon tot gewesen. Dann war ich doch noch nicht tot und... Ah, so ein Schrott. Das hat nicht gut geklappt. Jetzt müssen wir nochmal von vorne anfangen. Ja. Na toll. Ich bin heute irgendwie noch nicht so richtig dabei. Ich, okay, es hat er automatisch. Wir brauchen eine Probe des Kerns, um den zeitlichen Ablauf der Strahlungszunahme zu rekonstruieren. Ja, sehr gut. Ausrüstung lässt uns ständig im Stich. Shepard hat mal auf Terum zum Entfernen von Geröll. So, jetzt erstmal hier. Einer rein und den
kriegt so ein Teil hier. Ich weiß nicht, das war doch gar kein so großes Problem. Warum habe ich mich so schwer getan gerade und bin gestorben? Ich habe keine Ahnung. Also von der Waffe bin ich noch nicht so überzeugt. Ich glaube, da würde ich lieber die andere wieder benutzen, die wir vorher benutzt haben. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier runter oder hoch. Ey, ich kann hier nicht in Deckung gehen. Ich bevorzuge lieber so eine Waffe mit, wo ein bisschen präziser ist und nicht so ganz so. So, nochmal hier die Schilder. Ah, da müssen wir rein. Okay, ich verstehe. Das können wir oben oder unten rum. Unten ist ziemliche Sonnenstrahlung. Da können wir ja schnell vorbeisprinten. Da können wir ja schnell vorbeisprinten. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Na, komm schon. Okay, da geht's auch nochmal runter. Das nehmen wir doch gleich mal mit. Und speichern auch gleich mal hier. Ach, da oben ist nochmal Teil des Tagebuch. Okay. Hier sind. Ja, hier ist nochmal eine Sprengladung. Hier sind Energiezellen. Das hier, dann können wir endlich mal unser Ding aufstocken. Okay. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mache, geht es dann gleich weiter. Ich schaue mich lieber erstmal nochmal ganz kurz um. Nicht, dass es irgendwie sofort weitergeht und dann haben wir ein Problem oder sonst irgendetwas. Vor allem würde ich ganz gerne Talis Tagebuch einfach nochmal benutzen. So. Sind wirklich gut aufgestockt. Okay. Perfekt für Scharfschütze. Hier ist nichts mehr, okay. Dann können wir noch Teil des Tagebuch abspielen und dann die Sprengladung holen. Das passt ja soweit. Es ist nahezu unmöglich, genaue Solarmessungen durchzuführen. Die Strahlung zerstört ständig unsere Geräte. Die Sonne dürfte sich nicht so verhalten. Noch vor wenigen Jahrhunderten war sie stabil. So schnell sterben Sterne nicht. Okay. Das heißt, hoppala, falsche Taste. Sie wurde künstlich dazu angeregt. Ah, nicht da in Deckung gehen. So. Oh, das ist ja beinahe schief gegangen. Na, dann lasst uns mal die Sprengladung holen. Und dann kommen wahrscheinlich wieder Haufen Gegner, wie ich das Spiel kenne. Da ist nichts mehr, da ist nichts mehr. Wir haben nur noch die Sprengladung. So, 2 von 2. Ha,
Wo ist das? Da? Oh! Ich kümmere mich darum. Okay. So, ich hoffe jetzt. Mist, wieder nicht. Na, klasse. Das funktioniert ja wunderbar. Der ist von oben runtergefallen. Nee, der ist noch weiter oben. Moment. Gut. Wir haben's. Da ist irgendwo noch auf in ihrer das Iridium. Ah ja, hier. Kommt natürlich mit, ist nicht viel, aber immerhin besser als nichts. Und hier können wir es jetzt sprengen. Die Ladungen sind scharf. Weg hier, sonst war's das. Oh, so heftig war die Explosion doch gar nicht. So, dann wollen wir mal durchgehen. So, und durch die nächste Tür. Oh. Okay, hier sieht's echt nicht gut aus. Quarianische Architektur. Diese zwei Worte hört man heutzutage selten zusammen. So weit hinter den Linien der Gap. Hoffentlich haben die Quarianer bekommen, was sie gesucht haben. Schauen wir mal. Da haben wir auf jeden Fall sowas. Waffenspind. Lade Sora an Basislager. Komm, Basislager. Okay, das ist da aber erstmal. Ah, nee, Mist, jetzt kann ich den Safe nicht mehr machen. Naja, es war nur ein Safe, glaube ich. Ich dachte, ich breche ab und mache erst das dann. Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Und dann, naja. Lade Sora an Basislager. Komm, Basislager. Gleich, gleich. So, aber erstmal der hier. Das ist ein Waffenspind. Ich glaube, damit rüste ich mal wieder die alte Waffe aus. Damit lässt sich was anfangen. Sehr schön. Kleiner Moment noch, Tali. So. Partikelstrahler ist klar. Welches ist denn jetzt die neue? Das hier, Maschinenpistole. Ich glaube, die haben wir jetzt und die Locust hatten wir vorher drin. Dali Sola an Basislager. Komm, Basislager. Ich glaube nämlich, die ist besser. Ja, das gefällt mir besser. Gut. So, dann. Hallo? Ist da jemand? Tali, hier spricht Shepard. Tut mir leid, aber alle hier sind tot. Die Überlebenden müssen sich zurückgezogen haben. Wir wussten, dass diese Mission sehr riskant war. Und was tun Sie hier, Shepard? Wir sind mitten im Gebiet der Geth. Wir wollen helfen. Ich war gerade in der Gegend und dachte mir, ich könnte Ihnen ein wenig zur Hand gehen. Danke fürs Kommen, Shepard. Es freut mich sehr, Ihre Stimme zu hören. Carl Rieger und die verbliebenen Marines haben mich ins Observatorium gebracht. Von Ihrer Position aus durch die Tür und über das Feld. Ich habe die Daten, die ich wollte und bin im Moment sicher. Aber draußen sind ziemlich viele Geth. Was ist denn das da für eine Forschung? Was für Forschungsdaten haben Sie gesucht?
Sie altert schneller, als sie sollte. Ich erzähle Ihnen mehr darüber, sobald weniger Geth auf uns schießen. Okay. Andere Quarianer? Ist noch jemand bei Ihnen oder sind Sie allein? Eine Gruppe von Regas Marines hat mir Feuerschutz gegeben, als ich zum Observatorium gelaufen bin. Einige von Ihnen müssten noch am Leben sein. Ich kann hören, wie Sie draußen auf die Geth schießen. Okay. Würde es helfen, wenn ich die Normandie herhole? Ich bezweifle es. Diese Gebäude sind Jahrhunderte alt. Wenn Sie sie unter Beschuss nehmen, bricht die komplette Anlage über uns zusammen. Das wollen wir natürlich nicht. Jemand hat anscheinend die Tür für die Geth versiegelt und die Konsole ist beschädigt. Können Sie sie von Ihrer Seite aus öffnen? Warten Sie mal. Ja, das geht. Jetzt. Sie müsste jetzt offen sein. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Und bitte tun Sie Ihr Möglichstes, damit Riga am Leben bleibt. Wir versuchen's. Zu Tully gelangen. Und... Vorbild. Ja, das sieht man doch gern. Okay. Waffenspind. Den Safe, den haben wir ja übersehen. Ah, da ist Tullys Tagebuch nochmal. Das sollen wir auch mal abspielen. Unsere Vorfahren sind ohne Kopfbedeckung durch diese Hallen geschritten. Die Sonne muss damals ganz normal gewesen sein. So viel Platz. Steinmauern. Ganz erstaunlich. Ich wünschte, meine Freunde könnten das sehen. Ich wünschte, Shepard wäre hier. Ja, ich bin doch schon da, kleine Tully. Ich bin doch schon da. Und jetzt holen wir dich raus. Ah, okay. Okay. Wir sind wieder voll. Das heißt, wir können nur 6 Stück im Moment bei uns tragen. Okay, das ist gut zu wissen. Beziehungsweise, man kann es ja auch nachschauen. Man kann es ja auch nachschauen. Wow. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. So muss es sein. Einer weniger, um den wir uns sorgen müssen. Schiss den Boden! Schiss den Boden! Ja! Wow. Das ist ein Geschützturm, oder? Okay, dann gehen wir mal lieber so rum hier. Bereit machen! Wo ist da jetzt noch einer? Ah, du Scheiße. So. Da wollen wir mal ein Dings reinlassen. Ach du Schande. So. Gut. Wow. Schon wieder. Ah, so viele von diesen blöden Drohnen. Und... Dann machen wir mal zweimal Überlastung rein. Einmal Warp. Naja, und nochmal Warp.
Hab dann? Gut. Gut gemacht. Uiuiui. Also, diese Drohnen, die sind ja hier echt überall. Da drüben müssen wir wahrscheinlich hin. Kommen wir auf der Seite besser durch? Nee. Okay, dann mal sprinten. Okay, soweit so gut. Ich würde sagen, wir sind durchgekommen. Irgendwie. Ich frage mich, ob es da unten noch irgendwo geht. Nee, es sieht nicht danach aus. Okay, dann gehen wir durch die Tür. Da haben wir einen alten Wandsafe. Aber diesmal... Diesmal kriegen wir es hin. Oh je, Entschuldigung, Entschuldigung. Okay, das war einfach. Ärgert mich, dass wir den letzten Wandsafe nicht so gekriegt haben. Aber ich dachte echt, das geht nicht weiter. Beziehungsweise ich wollte nichts verpassen und habe dann einfach... Hab dann einfach abgebrochen und dachte, ich mach's gleich nochmal. Oh, Scheiße. Oh Gott, ein Koloss! Runter! Ja, wie in alten Zeiten, gar keine Frage. Sehen Sie das? Okay. Medizin. Entdeckung. Truppführer Cole Rieger von den Marines der Migrantenflotte. Wir hatten vor der Ankunft des Landungsschiffes Funkkontakt. Ja, ich erinnere mich. Ich weiß immer noch nicht, weshalb Sie hier sind. Aber jetzt ist nicht die Zeit, große Ansprüche zu stellen. Stimmt. Tali ist drin. Da drüben. Die Guests haben den Rest meiner Männer getötet und werden versuchen, zu ihr vorzudringen. Es ist mir lediglich gelungen, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Sind Sie sicher, dass sie immer noch am Leben ist? Das Observatorium ist gut gepanzert. Selbst die Guests brauchen einige Zeit, um da durchzukommen. Und es ist schwer, eine Tür aufzukriegen, wenn man unter Raketenbeschuss steht. Stimmt. Die Guests haben fast Zugstärke. Aber das Schlimmste ist der Koloss. Das Ding hat ein Reparaturprotokoll. Er duckt sich und setzt sich selbst in Stand. Das ist wenn scheiße. Wenn er gut ist, kriege ich ihn nicht ordentlich ins Visier. Ich habe versucht, näher ranzukommen. Und dann hat mir einer ihrer Scharfschützen ein Loch direkt durch den Anzug geschossen. Wie schlimm ist der Schaden an Ihrem Anzug? Kampfsiegel geschlossen, um die Kontamination zu isolieren. Und ich schwimme in Antibiotika. Vielleicht erwischen mich die Gäste, aber ich werde jedenfalls nicht mitten im Kampf an einer Infektion draufgehen. Das wäre ja beleidigend. Irgendeine Idee, wie wir mit dem Koloss fertig werden? Das Standardvorgehen gegen Einheiten der Kampfläuferklasse ist Schwächen der Schilde und Niederringen. Sie wissen schon, mit Insektenbissen umbringen. Aber das Reparaturprotokoll macht diesen Plan zunichte. Wenn man versucht, ihn niederzuringen, duckt er sich einfach und setzt sich selbst in Stand. Was immer wir also unternehmen, muss diesen Mistkerl schnell verschrotten. Vermutlich müssen wir dazu näher ran, an der Deckung da vorbei. Okay, Plan des Schlachtfeldes. Was können Sie mir über das Schlachtfeld sagen? Rechts befindet sich ein Steg mit einer Art Ausguck für Scharfschützen. Von dort aus könnte man ordentlich Schaden anrichten. Aber keiner von meinen Männern ist an den Guests vorbeigekommen. In der Mitte gibt's Deckung. Aber der Koloss hat sie auf dem ganzen Weg dahin im Schussfeld. Und die Guests können von beiden Seiten angreifen. Links haben sie Deckung vor dem Koloss. Dafür haben die Guests freies Schussfeld auf sie. So haben sie auch mich erwischt. Okay, also alles scheiße. Wir müssen zu Tali. Irgendwelche Vorschläge? Nur ein! Ich kann kaum noch laufen, aber Abzug drücken ist kein Problem. Und ich habe einen Raketenwerfer, den die Sonne noch nicht gegrillt hat.
Sie gehen näher ran. Ich beschäftige den Koloss und ruiniere vielleicht sogar seine Schilde. Mit etwas Glück können Sie ihm dann den Rest geben. Nee, er soll lieber unten bleiben. Sie haben schon genug getan, Riga. Sie müssen nicht Ihr Leben wegwerfen. Ich habe Sie nicht um Erlaubnis gefragt. Meine Aufgabe ist, Tali zu beschützen. Wir haben auf unserer Seite nicht genug Leute, um Ihnen einen abzugeben. Halten Sie sich raus! Ich stehe nicht tatenlos rum, während Sie in die feindliche Schusslinie laufen. Sie haben meine gesamte Einheit erledigt. Und wenn Sie Ihre Einheit ehren wollen, geben Sie mir Feuerschutz. Ich brauche Sie hier, falls die Verstärkung kriegen. In Ordnung, Shepard. Wie Sie wollen. Machen Sie sie für mich fertig. Kila Selai! Kila Selai. Feinde vor uns! Okay. Das gab viel Vorbildspunkte. Jetzt muss ich echt mal überlegen, wie wir das am besten machen. Entweder wir gehen so rum oder hier rum. Ich will eher vielleicht da rum. Oh, wow, wow. Das war ein Volltreffer. So. Die ersten sind, glaube ich, die Geth. Mal sehen, ob wir aber trotzdem so vorbeikommen. Auch wenn wir auf den Präsentierteller hier stehen. Erk. Der eine Überlastung rein und hier ein Warp. Und hier auch nochmal ein Warp. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Shit, wir sind voll in der Sonne. Okay. Da ist nochmal ein Schütze, da ist nochmal... Oh, ja. Das hat nicht ganz so geklappt wie gewollt. So. Wo ist denn der? Ach, da oben ist er. Das hat sicher wehgetan. Sodler? Wir sind jetzt näher dran. Und jetzt schauen wir mal, ob wir den kleinen kriegen. Hier sitzt die Überlastung am besten. So, und jetzt hauen wir mal ein Dings rein. Mist.
so viele von diesen Typen. Eieiei. Und da fällt mir was ein. Ja, schon wieder. Wir benutzen doch jetzt hier einfach mal eine Dingswaffe. Das geht ab. So, aber jetzt erstmal wieder nochmal ein Dings reinmachen, eine Einigkeit. Ach, ich liebe diese Partikelwaffe. Aber der Schuh. Das, was wir von ihm gehört haben. Weiß nicht, ob das so gut ist. Oh, da ist noch mal einer. Ich hoffe, er hat es überlebt. Das ist nichts, was hieß wie, er hätte es nicht überlebt oder sonst irgendwas. Gut. Dann schauen wir mal, ob wir hier reinkommen. So, wir haben es durchgeschafft. Und ich würde sagen, es ist auch wieder an der Zeit, dass wir aufhören. Dann würde ich sagen, geh mal beim nächsten Mal hier rein und besuchen Tali. Dann sei mal, vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss!